Also, wir machen Überleben. Wir wollen uns auf die Geschichte konzentrieren. Also Story, ne? Story. Das ist so ein Überlebensspiel. Also wir landen irgendwie auf so einer Insel, sind gestrandet oder so. Und dann müssen wir gucken, dass wir Sachen finden und irgendwie überleben. Ich glaube, das ist ziemlich cooles. Ich habe nur die Grafik gesehen und dachte, okay, wir müssen das spielen. Wir müssen da mal reingucken. Hallo Wunderzunder, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Mhm. Direkt am Anfang. Ich war so verliebt in diese Grafik, Leute. Ich finde das so schön, weil es so schön gezeichnet ist und so. Es hat irgendwie was. Also der Stil, der hatte mich. Ich habe das gesehen und dachte, geil, das brauchen wir. Das müssen wir spielen. Kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt geht's. Vermutlich müssen wir in das Tor, würde ich mal behaupten. Ich bin mal gespannt, ob es auch Dialoge gibt. Also, oder ob man nur Musik hat oder die auch sprechen oder so. Wäre schon gut. Verlorene Inseln, Kapitel 1. Okay, was kann man jetzt machen? Messer, Gegenstand wählen, verwenden. Aha, jetzt haben wir ein Messer. Hüpfen können wir. Wehren können wir uns auch. Okay. Hoffen wir mal das Beste, würde ich sagen. Dickes, faseriges Gras ist überraschend robust. Durch Weben lernen wir den Wert einer geteilten Last. Okay. Also offensichtlich können wir hier einfach irgendwas einsammeln. Naja, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal weiter. Mal gucken, was wir überhaupt machen müssen. Also wie gesagt, es ist halt so ein Survival-Game, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie alles wieder zusammengebaut kriegen, weil wir sind ja gestrandet. Wir müssen irgendwie überleben. Ich finde das sehr schön von der Grafik. Ja, Oma geht mal gar nicht. Ja, wirklich nicht. Wir müssen einmal tranzen morgen hier, vielleicht. Halte B gedrückt, um zu sprinten. Oder drücke L, um das Sprinten ein- oder auszuschalten. Also nach unten wahrscheinlich. Sprinten verbraucht Ausdauer. Kurzzeitausdauer regeneriert sich schnell. Reserveausdauer regeneriert sich langsam. Ah, das Gelbe da oben. Okay, das Gelbe ist unsere Ausdauer. Oh, da hinten ist irgendwas. Halt, hier war auch irgendwas. Ich nehme mal einen Stein mit, vielleicht brauchen wir den. Steine sind reichlich vorhanden und vielseitig einsetzbar. Geboren aus dem feurigen Herzen des Ozeans, geglättet durch die Wogen der Zeit. Witzig, wie sie das beschreiben.
Was ist das hier Schönes? Oh, Katzin. Okay, wir haben irgendein Paddel gefunden. Paddel, Paddel. Ein reich verziertes, mysteriöses Ruder. Es ist uralt, scheint aber in bestem Zustand zu sein. Gelegentlich zittert es in deinen Händen, als ob es lebendig wäre. Wäre Vertrauen genug, gäbe es keine Ruder. Drücke sowieso, um das Inventar und das Herstellungsmenü zu öffnen. Nutze dann RT, um die Seite mit den Bootsteilen aufzurufen. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen also ein Boot bauen. Das ist, glaube ich, der Plan. Also wir bauen ein Boot, um irgendwie von dieser Insel runterzukommen wahrscheinlich. Wähle ein Kanu oder Deck und stelle es durch A im Wasser her. Zusätzliche Teile können an deinem Boot angebracht werden, sobald es hergestellt wurde. Okay, was ist denn RB? Drücke RB. Weiß man nicht. Ah ja, RB. Herstellen. Ein Seil aus Gras. Waffen? Boot. Repariere Teile deines Boots. Du musst dich in der Nähe eines Boots befinden. Ja, aber wo ist denn das Boot? Wir haben doch noch kein Boot, oder? Drücke RB, um das Inventar und das Herstellungsmenü zu öffnen. Nutze dann RT, um die Seite mit den Bootsteilen aufzurufen. Joyce Simba HDTV. Hallo. Herzlich willkommen. Ich überlege gerade, wie wir da hinkommen. Spaw. Nochmal. Drücke RB, um das Inventar zu öffnen. Ah, eine Karte haben wir auch. Okay. Aber wir wollen doch... Schlüsselgegenstände. Steht zuverlässige Klinge. Ein reich verziertes, mysteriöses Ruder. Es ist so alt, aber scheint aber im besten Zustand zu sein. Wähle ein Kanu oder Deck und stelle es durch arm Wasser her. Also wartet mal, vielleicht gehen wir mal runter. Am besten. So, jetzt nochmal. Repariere Teile deines Boots. Muss ich in der Nähe eines Boots befinden. Aber hier ist doch gar keins. Vielleicht müssen wir einfach erstmal eins finden. Okay, wir laufen einfach mal weiter, weil gecheckt habe ich das ehrlich gesagt nicht, um ehrlich zu sein. Gehen einfach mal rüber auf die Insel da. Und was uns da so erwartet. Grüß euch, grüß dich zurück. Blöd, dass du direkt vor dem Text bist. Dann kann man gar nicht mitlesen. Ja, ist richtig. Deswegen habe ich es vorgelesen. Aber ich muss ja irgendwo die Kamera hinmachen. Weißt du? Ich liebe das Emote. Schon cool, wie er nass wird und das Wasser verschwindet aus dem Umhang. Echt? Warte, müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt nicht rausgehen. Aber Schwimmen verbraucht auch Ausdauer, seht ihr? Nicht, dass man nachher ertrinkt, wenn man einfach ins offene Meer schwimmt. Wahrscheinlich. Gehe ich mal schwer von aus. Oh, wir haben Erfolg freigeschaltet. Das war ein bisschen laut übrigens, sorry. 500 Meter, ohne zu sterben. Tatsächlich, du hast recht mit dem Wasser. Das habe ich gar nicht gesehen. Das sah ja nice aus. Können wir hier irgendwie hoch? Halt dich fest. Prima. Ja, es scheint nicht der richtige Weg hier zu sein. Ups, okay, Fallschaden gibt es offensichtlich auch. Warte mal, vielleicht muss man irgendwie außen rum gehen? Muss man doch irgendwie hochkommen, oder nicht? Wir suchen es mal hier.
Okay, das sieht da auf jeden Fall richtiger aus, als was wir eben gemacht haben. Nee, alles gut, wir nehmen noch. Und es war mal knapp. Was ist denn hier lang? Ich mache jetzt Feierabend, melde mich, wenn ich zu Hause bin. Okay, mach das. Ich versuche währenddessen unseren neuen Freund hier nicht umzubringen. Unsere Spielfigur. Das ist echt fail, oder? Jetzt bin ich wieder falsch rumgelaufen. Wie bin ich denn da eben hingekommen? Hier über das Grüne da, ne? Ist fail. Wie gesagt, es ist ein Überlebensspiel. Es kann also nicht zur Zornkönigin sein, weil Zornkönigin immer stirbt. Ihr kennt das. Hi, Ivy. Hallo. Halt dich fest, da oben. Los! Geht nicht. Muss ich jetzt echt da rüberspringen? Das gibt doch niemals was. Es gibt doch niemals was. Hallo, Beetlejuice. Dankeschön für dein Follow. Wartet mal. Gehen wir einfach da so rüber? Oder was? Wir werden sterben, Chat. Safe. Oh ne, ich hab's hingekriegt. Wieder erwarten. Es gibt eine Mupfel. Eine schöne Mupfel. Der Wirbel wird größer. Die Jägerin umgarnt ihre Beute. Squeeze. Wi-Fi, danke schön für dein Follow. Eine mysteriöse Kraft geht von diesem wunderschönen verzierten Gebäude aus. Ein arkanes Relikt aus längst vergessener Zeit. Eine genaue Betrachtung des Schlüssels gibt oft Ausschuss auf die Tür. Aha, ist irgendeine Tür. Keine Ahnung, was haben wir denn jetzt hier freigeschaltet? Wir haben irgendwas haben wir gemacht. Ja, man weiß es nicht. Wir gehen mal wieder... vorsichtig wieder runter. Ich hab voll Angst. Sterben. Okay, wir haben es geschafft, ohne zu sterben. Wundervoll. Aber hier ist halt trotzdem kein Boot, ne? Der hat ja irgendwas da gefaselt von wegen irgendeinem Boot. Ist ja nicht wirklich eins. Ich sammle mal mehr Material, dann gucken wir noch mal, ob wir irgendwie was herstellen können. Ein paar Steine noch. Wolfall, hallo. Hocken kann man da. Ah, das ist anscheinend so eine Art Kampfhaltung. Komme ich denn in dieses Menü rein nochmal? Wir hatten doch eben irgendwie dieses Menü. Nee, da war die Karte. Ah, da. RB wäre Inventar. RB ist was genau? Inventar. Okay, damit kommen wir aufs Inventar. Ach so, guck mal da, das steht, was man da braucht. Ein Boot, ein einfaches Boot aus Gras. Pass auf die Korallen auf. Mit einem Kanu kannst du die See nicht bezwingen, aber es hilft dir, sie zu bewundern. Gut, also wir haben einmal das Ruder, dann brauchen wir dickes Gras, 6 von 4 und zweimal ein Grasseil. Das Grasseil können wir sicherlich auch irgendwie herstellen. Sinja, hallo, danke schön für deinen Follow. Fragt sich aber wo. Holzspeer. Die einfachste Waffe, die aus einem angespitzten Stock hergestellt wurde. Stock haben wir aber keine. Ein Seil aus Gras. Ein aufgewickeltes Seil enthält sowohl das Großschott des Schiffes als auch die Schlinge des Henkers. Alles klar, dann stellen wir das her. Seil aus Gras. Ein aufgewickeltes Seil. Okay, das haben wir hergestellt.
Hallo? Zurück? Waffen? Boot. Jetzt zeigt der nichts mehr an hier irgendwie. Wartet, wir gehen nochmal raus, nochmal rein. Hallo? Willst du bitte in dieses Inventar gehen? Danke. Nee. Aha, da war das, genau. Boot. Teile des Bootes. Grasseil. Da müssen wir jetzt noch ein Grasseil herstellen. Also eins hat nicht gereicht. Check. Können wir doch, oder nicht? Grasschleuder. Das Gras. Doch. Können wir doch. Dann machen wir noch eins. Wie wär's so mies geworden? Gar nicht. Ich drücke immer den falschen Knopf. Sorry, Leute. Gut, da mussten wir hin. Jetzt brauchen wir noch Gras. Okay, dann müssen wir noch mal kurz Gras farmen. Ja, hier wird es auch gerade dunkel, merkt ihr? Reicht das? Ja, gut. Dann gehen wir mal ins Wasser und stellen das mal her. Weil da stand ja, wir müssen im Wasser sein. Er braucht auch gar keine Ausdauer irgendwie. Hallo? Kann ich da auch einsteigen? Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass es ohne uns abhaut. Naja. Dann. Okay, cool. Dann können wir mit dem Boot quasi jetzt hier durch die Gegend fahren und gucken, was wir hier noch so finden. Das ist ja nice. Ziemlich Open World gehalten auch, ne? Dass man so irgendwie gar nicht an die Hand genommen wird, wo man denn jetzt hier hin muss, sondern wirklich auf sich alleine gestellt ist, wie es halt so ist bei so einem Überlebensgame. Was mit deinem roten Balken? Musst du vielleicht was essen? Ja, aber wir haben ja nichts. Wir müssen erstmal was finden. Da ist ein Baum. Vielleicht kriegen wir da irgendwas. Wobei, ich glaube, das ist doch diese Insel, wo wir hergekommen sind, oder nicht? Komme ich jetzt hier raus? Ach so, einfach so, okay. Die Ausdauer regeneriert sich auch irgendwie nicht mehr, ne? Das ist auch irgendwie sehr schlecht. Vielleicht müssen wir was jagen, also einen Hasen erlegen oder so. Aber ich sehe hier auch nichts. Wartet mal, vielleicht können wir noch mal auf die Karte gucken. Also da oben waren wir ja schon. Was ist denn auf der anderen Seite von der Insel? Seht ihr das? Das sieht aus, als wäre da ein Boot oder so. Vielleicht sollten wir mal das kleine Boot nehmen und gucken, ob wir zu dem großen Boot kommen. Einfach mal ausprobieren. Sinn macht das jetzt gerade nicht. Ich habe ihn ja auch schon fast gekillt. Fast. Ja, sicher, das ist die Startinsel. Hier waren wir doch schon. Da ist doch dieses Ding, wo wir eben drauf geklettert sind. Also das ist safe verkehrt, wo wir hier sind. Hier ist ein Fisch. Vielleicht können wir uns eine Angel basteln oder so, für was zu essen. So, einmal nochmal Karte aufmachen. Jetzt wird aber nicht angezeigt, wo wir sind, ne? Wir rudern einfach mal. Wir rudern einfach mal drauf los. Ogo! Ruder!
Luder, du Luder. Was brauchst du denn für Hilfe, Ivy? Erzähl mal. Was möchtest du denn tun? Und wobei hilft dir keiner? Guck mal hier, da sind irgendwelche so Tiere. Seht ihr die? Jetzt komme ich hier von diesem Stein nicht mehr runter, weil ich den Chat geguckt habe. Okay, Spiel vorbei. Wir haben uns festgebackt. Zurück, vorwärts, rückwärts, wie auch immer, aber wir müssen da wieder runter. Ah, okay, ich hab's hingekriegt. Was denn da mit denen da? Vielleicht kann man die angreifen. Da. Ah, wie süß der aussieht. Den können wir doch nicht essen. Habt ihr es gesehen? Aha, wir brauchen dafür also erstmal was Neues, was wir bauen können. Moment, wo war denn dieses Baumenü? Boote? Nee. Herstellen. Reparieren. Waffen. Eine einfache Waffe, die aus einem angespitzten Stock hergestellt wurde. Nee, den haben wir nicht. Das Gras, Grasteil. Überleben. Knochen. Donnerhahn, Krone und dickes Gras. Kriegen wir denn Knochen her? Hilfreiches Werkzeug, um Dinge zu ausgraben. Nimm, was die Erde dir gibt. Am Ende kannst du auch später zu ihr zurück. Nö, können wir nicht herstellen. Wir müssen erst irgendwelche Sachen dafür finden. Ich sag's euch. Ich muss diese Invasionen machen, aber schaff die nicht alleine. In Legion meinst du bestimmt, ne? Wir sind Bären. Aber vielleicht können wir die irgendwie... Ah, guck mal. Eine kleine essbare Frucht wird am besten schnell nach dem Pflücken gegessen. Ist sie, um deine Ausdauer wiederherzustellen? Na, guck an. Die sind aber nur für Ausdauer. Hunger reduziert deine maximale Ausdauer über Zeit. Ist Nahrung, um sie wiederherzustellen. Wenn du deine gesamte Ausdauer durch Hunger verloren hast, beginnst du zu verhungern. Oha. Drücke sowieso, um Nahrung, die du bei dir trägst, schnell zu essen. Wir haben nur eine Beere, mehr nicht. Wirklich? Das war ein ganzer Busch und da ist nur eine Beere dran? Im Ernst? Okay, ja, seht ihr? Da, man muss quasi alles sammeln, offensichtlich. Finden und sammeln. Meine Gilde ist leider auch inaktiv. Und wenn du dir was suchst, wo du zum Beispiel in der Community oder sowas, die dir vielleicht helfen können. Knochen gibt es von den Schweinen. Ah, okay, Ice Angel. Muss ich die jetzt einfach angreifen und töten? Hier. Einfach drup. Hallo, nicht weglaufen. Wir wollen euch essen. Jetzt doch verdammt schnell. Stirb! Boah, der wehrt sich. Aha. Kleines rohes Fleischstück. Ein kleines Stück rohes Fleisch kann roh verzehrt werden, um den Hunger zu stillen. Aber die regenerative Wirkung ist nur vorübergehend. Okay. Könnten wir also jetzt essen. Aber Knochen hatte der nicht. Jetzt müssen wir noch andere töten. Drücke RB, um das Inventar und das Herstellungsmenü zu öffnen. Ja, aber wofür? Ich weiß doch jetzt, wo das Inventar ist. Was wollt ihr denn von mir? Deswegen bestimmt. Faseriges Gras und Steine. Komm, wir töten noch ein Schwein. Wir brauchen Knochen. Ich muss gerade mal den Knopf finden, wie man nochmal angreift. Renn doch nicht weg! Ich will doch dein Freund sein! Bleib hier! Oh! Wow, der macht richtig viel Schaden! Renn nicht weg! Stirb jetzt! Das geht nicht. Ha!
Okay, wir haben gewonnen. Aha, seht ihr das, was rausgefallen ist? Sieht doch aus wie ein Knochen. Großes Fleisch drückt. Tierhaut. Die unverarbeitete Haut eines Tieres. Mit ein wenig Arbeit wird sie zu einem brauchbaren Material. Okay. Und da ist doch der Knochen, den wir brauchen. Ein wenig makaber. Aber Knochen sind ein leichtes Material mit einem guten Gleichgewicht aus Festigkeit und Haltbarkeit. Okay. Können wir damit jetzt was machen direkt? Stock. Holzspeer und Leder brauchen wir noch. Haben wir denn dafür ein neues Rezept bekommen? Weil mit der Tierhaut da irgendwie was? Donnerhornkrone. Irgendwie können wir damit nichts anfangen. Müssen wir wahrscheinlich noch ein anderes Tier finden. Ach, verstehe. Also das Schweinefilet. Oh, irgendwas stimmt nicht. Wir sind ein bisschen am Schwanken. Ich glaube, wir verhungern gerade. Das Schweinefilet macht Ausdauer. Das macht gar nicht den Hunger weg. Also wir müssen irgendwas finden, was wir essen können, weil wir nämlich sonst gleich Game Over sind, würde ich mal sagen. Sind wir verhungert und gestorben? Pigs are friends, not food. Ich will auch dein Freund sein und prügelt auf ihn ein. Ja, wir müssen ja... Was hätte ich ja machen sollen? Wir mussten ihn ja ein bisschen zähmen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will dich essen, wäre er ja noch schneller gerannt. Aber hier ist irgendwie nichts. Vielleicht sollten wir mal unser Boot suchen und eine andere Insel nehmen. Weil der da... Ja, wir wollen nicht mit dir kämpfen. Geh woanders hin. Weil der da hat ja irgendwie nur Ausdauerzeug. Wir brauchen aber Essen. Wir sind nämlich sonst gleich hinüber. Ist aber kein Strauch Beeren oder so. Hier, was ist da mit den Pilzen? Kann man die Pilze essen? Ha! Ein guter Snack ist ihn, um eine kleine Menge Gesundheit wiederherzustellen und den Hunger ein wenig zu stillen. Okay. Hat das jetzt viel gebracht? Nee, ne? Nicht viel. Was ist das denn? Hier hängt ein Gehirn am Stein. Was ist das denn, Leute? Seht ihr das auch? Oh, Trüffel. Ach nee, es ist ein Pilz. Kannst du das Fleisch kochen? Bestimmt. Wir müssen bestimmt später auch noch mehr herstellen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber wir können, glaube ich, noch kein Lagerfeuer. Ich glaube, dass du immer wieder neue Sachen finden musst. Und wenn du alles gefunden hast, also Sachen gefunden hast, dann kriegst du dadurch auch neue Rezepte. Also, dass dem dann was einfällt, was er da machen kann. Da draus. Komm, wir gehen noch mal auf so ein Schwein los. Ich fand das witzig. Das machen wir jetzt noch mal. Wie im wahren Leben. Die rennen einfach weg. Ich müsste den Weg abschneiden oder so. Guck mal, der rennt einfach überlang. Aber nicht da, wo er soll. Ha! Jetzt habe ich dir den Weg abgeschnitten, mein Freund. Stechen! Oh, falscher Knopf. Nochmal. Scheiße. Hallo! Aber ich kann nicht mehr, meine Ausdauer ist leer. Okay, aber ihn in eine Ecke drängen scheint eine gute Taktik zu sein. Vielleicht muss man sich eigentlich an die anschleichen. Wir haben das nur nicht gerafft. Wo ist denn das andere? Warte mal. Kann man auch ganz langsam gehen? Ja, man kann auch langsam gehen. Okay, pass auf. Dann machen wir uns jetzt hier hinter den Stein. Oh, er hat uns gehört. Nee, der rennt trotzdem los. Ich dachte, man könnte sich anschleichen. Aber das ist nur ein Frischling. Aha, es gibt also Erwachsene und es gibt Babyschweine. Die sind gemein und töten die Babyschweine. Das war jetzt auch nur Knochen, leider. Ich dachte, es gibt noch irgendwas anderes bei denen. Ich glaube, auf L oder so ist Schleichen. Warte, kann man extra richtig schleichen? So vielleicht, guck mal. Ich habe eben gedacht, das wäre die Kampfhaltung oder so, aber offensichtlich nicht. Da können wir mal ausprobieren. Bist du auf Insta zu finden? Ja, Ausrufezeichen Insta. Kannst du mich finden dann. Oder du guckst unterm Stream, da ist es auch verlinkt. Auch gehen. Okay, wartet. Schleicht uns an.
Nee, das funktioniert nicht. Der hat es trotzdem gesehen. Schade. Hab dich gleich, mein Freund. Shit. Okay, sollen wir nochmal woanders hin? Mal gucken, was wir noch so finden. Weil wir haben jetzt schon zwei Schweine gekillt. Wir gehen jetzt einfach mal. Jetzt gucken wir noch eine andere Insel. Oh, nicht runterfallen. Hallo, hallo, hallo. Nicht ertrinken. Danke. Okay, wir fahren einfach mal los. Schauen mal, was es hier so noch so gibt. Sind wir hier gestrandet? War das hier? Auf dieser kleinen Insel, ne? Ja, hier gibt's auch nichts, nur Gras. Wir erkunden einfach mal das Gebiet und gucken mal, was es hier so gibt. Schmeiß doch Steine! Ja, wenn es gehen würde. Grafik erinnert mich irgendwie an Fortnite, aber an den PvE-Teil. Das habe ich gar nicht gespielt, tatsächlich. Hallo Stefan, na? Hi Warstein. Was ist los bei dir? Ich krieg's nicht geregelt, ja. Guck ich das an. Also irgendwie fühlt sich jetzt auch an, als wenn ich gegen den Strom fahren würde. So ein bisschen langsam. Angeln können wir bestimmt auch später. Hier sind ja auch Fische im Wasser und so. Man muss sich dann nur eine Angel bauen wahrscheinlich. Meint ihr, wir können bis da hinten fahren? Da vorne ist irgendwas auf jeden Fall. Da geradeaus. Da leuchtet auch was, seht ihr? Meint ihr, das geht? Da brauchen wir bestimmt ein größeres Boot für. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir mit dem Ding ins offene Meer fahren, dass wir dann sterben. Ah, hier kann man auch noch was einsammeln. Das ist doch eine andere Insel wie eben. Machen wir mal. Wir fahren da jetzt mal hin und dann klettern wir da mal hoch. Gucken mal, was das sein soll. Seht ihr da hinten, meine ich, ob man da rüberkommt? Ich wage das zu bezweifeln mit dem Miniaturschildbötchen, was wir hier haben. So, am besten da, wo es grün ist. Hier so. So. Ein bisschen hier rüber. Schön festhalten, nicht runterfallen. Festhalten! Festhalten! Hallo? Wir gehen da lang. Ach nee, das ist genau das, wo wir eben waren. Seht ihr? Da ist nämlich keine Muschel mehr drin. Ich dachte, das wäre eine andere Insel. Also das mit der Orientierung kickt übel rein gerade. Geronimo! Oh, ups. Ich dachte, da wäre tiefes Wasser. Ja. Entschuldigung. Ich habe ihn fast gekillt. Gibt's hier was zu essen? Ja! Ich weiß, es war Fail. Aber hier ist doch nichts Essbares, seht ihr? Egal, dann fahren wir nochmal. Ah ja, habt ihr gesehen? Man muss da gar nicht hinterher schwimmen. Man kann sich da auch einfach draufsetzen dann. Gut, Karte. Es scheint ja nur diese drei Inseln zu geben hier anscheinend, ne? Mehr ist ja hier nicht. All dieweil. Vielleicht probieren wir einfach wirklich mal, ob wir da hinkommen. Ich meine, mehr wie sterben können wir ja nicht. Wo waren die denn jetzt? Diese formidable Insel, die ich eben gefunden habe. Hinten. Komm, wir paddeln mal dahin. Mal gucken. Vielleicht überleben wir es nicht, aber wir können es ja mal testen. Der wird ja dann wahrscheinlich sagen, dass es ein größeres Boot bedarf oder so. Meld die Selbstmörderin, ja! Ich weiß auch nicht, ich dachte, ich könnte jetzt so coolen Cliffhanger da runter machen, aber hat nicht geklappt. Mel verfährt sich bestimmt, unter Garantie, Kronos, unter Garantie. Bisher leben wir noch. Großer Hai in Cupping. Oh Gott, mach mir doch keine Angst.
Okay, aber das scheint machbar zu sein. Also wir sind ja gleich auch schon da. Ich dachte, das bricht auseinander, das kleine Boot oder sowas. Oder wir gehen unter oder weißt du, Kuckuck. Oder es kommt tatsächlich ein Hai, aber wie Sie sehen, leben wir noch. Wenn der Musik zu der weiße Hai-Theme wechselt, weißt du Bescheid. Wobei, 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 na, wofür bin ich? Mysteriöse Steine incoming. Ups, ah, ah, okay, nee, alles gut. Also wie Sie sehen, mich kann man nicht auf einsamen Inseln aussetzen. Ich komme nie wieder nach Hause, weil ich mich gar nicht orientiert bekomme, wo ich da überhaupt langlaufen muss. Was ist das da hinten? Da ist irgendwas am Schlafen. Vielleicht können wir es töten. Es sieht böse und groß aus. Und wir haben nicht viel Leben. Machen dich platt. Ja, davon gehe ich auch aus. Was ist das? Schleichen. Halte LB gedrückt, um zu schleichen. Während du schleichst, bist du viel schwerer zu entdecken. Was ist denn LB? Links? B. LB. Rechts, links. Was bist du? Ach, das sind zwei. Das sind zwei so irgendwelche komischen mutierten Hunde. Also ich würde mal schwer davon ausgehen, die essen uns. Da brauchen wir uns gar nicht mit anzulegen bisher. Mit einem Hamster wird sie gefressen. Ja, das hätte euch jetzt gefallen, ne? Wenn die jetzt hinter mir hergerannt wären und ich hätte die totale Panik bekommen. Ja, ja, ja. Ihr seid mir ein paar gute Freunde. Also wirklich. Komm, wir klettern mal direkt da oben hoch. Oder linker Daumen. Nee, nee, es war tatsächlich hier die Taste. Hier oben, da. Halt, stopp, langsam. Wenn man angeln könnte, wäre das alles ein bisschen leichter. Dann würden wir einfach da immer im Wasser was zu essen finden. So. Ah, da schlafen auch noch irgendwelche da, seht ihr? Das ist noch mehr so Getiers. Die Perlengeister der See schenken uns Leben. Unsere Herzen schlagen in Harmonie. Wir müssen noch eins finden. Also drei Stück scheinbar. Spiel gespeichert. Ja, das ist gut, weil ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 10 Minuten versterben werden. Spätestens, wenn wir hier irgendwie nicht vernünftig runterkommen. Halt zurück. So, da lang, genau. Wie komme ich denn jetzt hier heil wieder runter? Ach, da lang. This way. Mel denkt dran, das ist kein Seelenstein. Ja, genau. Ich war ja auch ein bisschen risikobereit. Ah, da sind Bären. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen essen. Also es sind echt wenig Ressourcen am Start, ne? Hier ist so ein Stock. Nice. Ein dünnes Stück Holz, die Grundlage für jeden Überlebenskünstler. Die wahre Stärke liegt darin zu wissen, wie man sich biegt, ohne zu brechen. Wohl wahr. Was konnte man damit nochmal herstellen? Eine Angel oder sowas, ne? Herstellen. Seil. Da ist das Lagerfeuer. Stock, Stein, dickes Gras, Lagerfeuer. Ein kleines, kurzliches Feuer. Es bringt dich zwar nicht durch die Nacht, aber für eine Mahlzeit reicht das. Dickes Gras, Stock, Donnerhornkrone. Für den Hammer. Das, da brauchen wir auch Donnerhornkrone. Was ist denn ein Donnerhorn? Sind das die Viecher, die da am Pennen waren oder was? Ein einfacher Beutel aus gewebten Palmwedeln. Nichts Besonderes. Erweitert aber den Inventarplatz. Aha, Palmwedel. Es gibt noch einiges, was wir hier suchen können, tatsächlich. Anscheinend.
Fällen. Neues Rezept, Axt. Seht ihr? Jetzt hat sie nämlich darüber nachgedacht, dass wir das brauchen könnten und dadurch haben wir ein neues Rezept gekriegt. Check, check, check. Gar nicht so blöd gemacht, das Game, muss ich sagen. Echt nice. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so cool ist. Ich wollte es einfach spielen, weil die Grafik so cool ist. Lauf, Bär! Nur heal, I'm out! Echt, weil... Schau mal bei Herstellen unter Waffen. Man übersieht unterm Laufen eh die Hälfte. Psst, 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 psst. Vielleicht sind ja neue Leute da, die mich noch nicht kennen, Krolos. Herstellen unter Waffen. Warte. Hammer, Knochenschaufel, Palmwedel, Axt. Warte kurz. Falsch. Zurück. Zurück. So, und wie schaltet man jetzt weiter? Ach so, Waffen. So. Stock. Eine einfache Waffe, die aus einem angespitzten Stock hergestellt wurde. Ach, guck mal. Ja, ja. Da können wir eine Waffe herstellen. Macht Sinn. Knochenspitzen aus Speeren sind brüchig. Können aber auf dicke Häute, auch dicke Häute durchdringen. Knochen, Holz, Speer, Leder. Ach, schau. Das kann man dann aufwerten. Verstehe. Habt ihr das alle schon gespielt? Oder woher wisst ihr das alle? Oder ihr habt einfach logisch kombiniert. Kann ja sein. Holzspeer hergestellt. Okay, wie war das nochmal mit dem Ausrüsten? Das konnte man doch auch irgendwie... Ach, wir haben automatisch stehen. Okay. Sollen wir sie einfach mal anpieksen gehen? Also das von denen da brauchen wir auf jeden Fall das Horn. Das sieht mir so aus, als wäre das richtig. Aber ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, weil wir sind so unglaublich schlecht ausgerüstet. Also wir haben nicht viel Leben. Und es sind zwei, weil die werden sicherlich sich miteinander verteidigen wollen. Vielleicht sollten wir erstmal was zu essen suchen, weil die kann man ja auf dieser kleinen Insel nicht übersehen, so fett wie die sind. Müssen uns ein bisschen, müssen ein bisschen besser werden mit uns. Als Zeichen des Danks singen die Priester ihre Gebete in die Meeresbrise. Ja, das ist hier irgend so ein Schrein oder so ein Ding, ne? Würde ich mal behaupten wollen. Aber das bringt uns nichts, weil wir haben Hunger. Wollen essen. Also mit diesem kleinen Zahnstocher gegen diese fetten Ottos da hinten. Ich weiß nicht, ob das es gibt. Kann man die eine Falle locken? Fallgrube oder Wasser zum Ertrinken? Karun, du bist richtig kreativ. Ich weiß nicht. Hier gibt's ja nichts, oder? Vielleicht greifen wir die einfach mal an und gucken, was passiert. Palmwedel. Ah. Ein einzelnes, robustes Blatt, das sich hervorragend zum Weben eignet. Ich dachte, wir kriegen jetzt ein neues Rezept, was uns irgendwie weiterhelfen würde, aber nicht wirklich. Kann man hier nicht hochklettern? Da gibt es doch bestimmt Kokosnüsse oder so zu essen. Nee, kann man nicht. Gehen wir volles Risiko ein? Ja, hier ist irgendwie nichts zu essen. Komm, wir pieksen einen an. Wobei ich gehe davon aus, dass er so dicke Haut hat, dass das eh nicht geht, dass ich dem gar keinen Schaden machen kann. Weil da stand ja... Oh, guck mal, vielleicht können wir den hier aufpieksen. Nein, spieksen, schneller! Oh, oh, was passiert? Hallo? Ich wollte mit dir gar nicht... Hier, Dingsbums, was geht denn mit dir? Ich habe doch gar nicht dich angegriffen, sondern war das dein Freund oder was ist passiert? Vielleicht können wir hier hoch, dann kommt ihr nicht ganz dran. Der sieht ganz schön gemeingefährlich aus. Wen? Der Dings, der Mann mit dem Schwager vom... Herrschaft, wie heißt der denn jetzt? Also ich weiß nicht, wenn du meinst. Ui! Oh Gott, guck, wie viel Leben der hat. Oh, scheiße, renn! Wieder auf den Stein. Wir machen das jetzt schlau, Leute. Wir gehen jetzt immer wieder hier hoch und dann greifen wir ihn immer wieder an. Wir sind gemein. Gemein und böse. Geh da hoch! Der kommt doch! Oh mein Gott. Los! Jetzt nicht, Bix! Ich hab hier ein Problem! Spieksen! Ah! Ich bin tot! Okay, dann müssen wir dann wieder von vorne anfangen, oder was? Jetzt im Ernst?
Das ist doch da, wo wir gespawnt sind am Anfang. Game over, RIP. Du kannst, du bist echt kein Willi, nein. Ja, offensichtlich. Aber wir haben dafür den Stock jetzt, wo wir hier für Neuem anfangen. Komisch. Fail! Nein! Ihr habt gesehen, das war unfair. Der war voll groß und böse. Geh nicht ins Licht. Ja, echt, ey. Ja, und jetzt? Jetzt sind wir hier irgendwo, oder was? Habe ich denn jetzt dieses Full Life? Oder wie? Oder wo? Oder wann? Aha, guck mal. Guck mal, sie sind wenigstens so nett und haben sich gedacht, guck mal, Zornkönigin hat jetzt voll rein verschissen. Volle Kanone. Deswegen kriegt die jetzt volles Leben und volle Ausdauer. Hallo, Zorn. Rudert, Männer, rudert. Ja, genau. Ich kenne das Spiel nicht, aber wir kennen es alle nicht. Also ich zumindest nicht. Wir müssen jetzt diese fetten Ortos wiederfinden und dann werden wir die killen gehen. Wir töten sie, wenn wir wissen, wo wir lang müssen. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war, wenn ich ehrlich bin. Guck mal, jetzt ist da gar nichts aufgedeckt an der Karte. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein Witz. Gibt's ja wohl nicht. Ich will das jetzt einmal schaffen. Ich will jetzt einmal diese fetten Ortos umbringen. Unbedingt. Ich will wissen, was die dann noch so dabei haben. Vielleicht kriegen wir noch ein Rezept oder sowas. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist schon so ein Game, wo man sich drin verlieren kann, ne? Ein Orientierungssinn hat die Frau. Ja, wenn du dann weißt, wo lang, sag Bescheid. Ich nicht. Wir müssen diese Insel wiederfinden, wo die waren. Wir paddeln hier einfach rum. Die ist hier auf jeden Fall zu klein. Oh je, wir sind hier voll im Schilf gefangen genommen worden. Witzig ist, dass einen diese Dinger unter Wasser tatsächlicherweise ausbremsen. Das haben sie echt witzig gemacht. Da hinten, da leuchtet was. Meint ihr, das war richtig? Das hat doch beim letzten Mal auch so rumgeleuchtet. Ich hole meine Hühnerbrust aus der Pfanne. Ja, kannst du machen, Tom. Das kann auch noch ein bisschen dauern, ja? Bis ich da angekommen bin, wo ich hin will. Weil ich nämlich echt keinen Plan habe, wo wir da eben waren. Guck mal hier. Wir haben hier irgendwie, keine Ahnung, was gemacht. Aber nicht das, was wir sollten. Das ist aber kein Holibris. Doch, der ist nur gestrandet. Irgendwo. Mit einem Meer. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen, weißt du? Das war so weit nicht, Leute. Wir sind viel zu weit am Paddeln. Ich bin jetzt neugierig, wir wissen, was da leuchtet. Ist doch voll das Grafik-Update, voll! Und einen Rücken haben wir auch. Ey, jetzt war das nur eine Fata Morgana oder was? Jetzt hat es mich aufgehört zu leuchten. Hallo, Kludens. Ich schaffe meinen Rechner, glaube ich, nicht mehr. Das Spiel, meinst du? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es so hohe Anforderungen hat. Aber ich weiß auch gar nicht. Muss man mal gucken, das steht doch bei Steam und so immer dabei, ne? Hat es nicht. Aha, seht ihr. Hast du Mittagspause, Kludens?
So, jetzt sind wir hier an so einem komischen Felsen. Aber da können wir nirgendwo andocken. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das Boot einfach hier stehen lasse, dass es dann weg ist. Dann kommen wir von dieser Insel nicht mehr weg. Ah, da kommt eine Sandbank, seht ihr? Dann können wir da zumindest mal aussteigen. Jawohl. Ja, sehr gut. Halbe Stunde oder wie lange hast du immer? So, einmal da raus. Da ist einer. Ha! Hey, kann das sein, dass das genau da ist, wo wir letztes Mal waren? Sind wir schon da hochgeklettert, Chat? Keine Ahnung. Passt auf, wir klettern erstmal da hoch. Und dann greifen wir den Fetten da an. Diesmal haben wir volles Leben. Also wenn wir ihn wohl... Ja, das ist doch die Insel. Das ist doch richtig. Naja, immerhin habe ich direkt gefunden, obwohl ich voll lost war, wo wir hin müssen. Hättet ihr jetzt nicht gedacht, ne? Das hättet ihr jetzt nicht gedacht, dass wir da auskommen würden. Ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht gedacht. Aber wir sind halt da angekommen tatsächlich. Ist doch genau die Insel. Der Wirbel wird größer. Die Jägerin umgarnt ihre Beute. Aber jetzt haben wir nur eins. Seht ihr? Wir müssen alles nochmal neu machen. Wenn wir einmal sterben, müssen wir alles nochmal neu machen. Also wir haben zwar noch unseren Stock, aber trotzdem müssen wir alles nochmal neu machen. Wir müssen jetzt alle Schlüsselsteine nochmal neu holen. Wie blöd. Also eigentlich ja gut, weil es ist ja logisch, dass man dann dass die Sachen nicht mehr hat und so. Aber trotzdem ärgerlich, weil Zornkönigin nämlich voll oft stirbt. So, töten wir jetzt den? Ich muss mir nur was suchen, wo ich hochklettern kann. Oh, ich hab schon wieder Scheiße gebaut. Wo ich hochklettern kann, wenn der mich angreift. Also damit ich dem ausweichen kann. Müssen wir mal gucken. Irgendwie irgendwas, wo der nicht hochkommt. Die Töpfer mischen Salzwasser in ihren Ton. Ein Akt der Anbetung, aber zugleich auch. Keine Ahnung, war zu langsam. Sorry. Wo kann man denn hier am besten hoch, dass er einen nicht kriegt? Irgendwie gar nicht, ne? Wir müssen es irgendwie so schaffen. Naja, egal. Wir greifen den jetzt an. Ich muss nur mal kurz die Angriffstaste nochmal finden. Ah, da war sie, okay. Los geht's! Ja, da kannst du gucken. Ups. Voll in den Po! Pieken wir dich! Oh! Gut, damit habe ich jetzt im Ernst nicht gerechnet, dass der nach mir treten kann. Wir werden das nicht überleben. Er hat uns in die Ecke gedrängelt. Scheiß. Ah, lauf doch. Er hat schon wieder nach mir getreten. Hör mal, das ist unfair. Ich habe nur so einen kleinen Stab Zahnstocher-Dingsbums. Wir sterben, wir sterben, wir sterben wieder. Ah. Dann ist in die Hölle gekickt. So oft stürzen, ne? Ich habe in meinem Video alle deine WW-Sterbe-Animationen zusammengeschnitten. Bisher guckt man nur eine Woche am Stück. Hast du wirklich? Ist ja schon lustig. Was erwartest du denn, wenn du ihn auf? Ja, aber wir müssen ihn töten. Wir brauchen dem sein Horn. Das ist ja das Problem. Wir brauchen das Horn, was er auf dem Kopf hat. Damit wir so Sachen herstellen können. Das ist ja Verarsche. Rip, ja. Jetzt sind wir wieder auf diesem Boot. Und jetzt ist wieder nichts aufgedeckt. Jetzt müssen wir wieder alles von vorne machen. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein Witz. Jetzt mal im Ernst. Ich komme hier nicht mal von der Stelle. Es paddelt sich nicht eins. So jetzt. Los geht's. Das ist echt doof. Wenn du einmal stirbst, musst du alles nochmal sammeln. Habt ihr ja eben gesehen. Also diese überall, wo wir da hochgeklettert sind. Das müssen wir auch nochmal machen. Frag den doch mal nett. Meinst du, der gibt mir das dann? Sie braucht einen größeren Stab. Ja, naja, wahrscheinlich. Also wir müssen bestimmt die Waffe irgendwie ausbauen oder so, damit wir mehr Schaden machen vielleicht. Also ich glaube nicht, dass wir den Tod bekommen. Also bei der einen Insel, wo wir da eben waren, wo man auch irgendwie sich irgendwo draufstellen konnte, um dem auszuweichen, das hätte eine Chance gehabt. Aber so im reinen Zweikampf ist das ja ein Witz. Jetzt mal im Ernst.
Das schafft man doch nicht. Oh, wir stranden. Hui! Kommt man hier wieder raus? Hallo? Ich wollte eigentlich elegant und smooth da durchfahren, hier durch die Mitte da. Das hat aber nicht geklappt. So, geht wohl. Ha! Wir hatten ein Lenkproblem. Mal wieder. Ja, aber das Doofe ist ja... Vielleicht gibt es auch ein zweites Paddel. Wir haben doch da oben war doch das Paddel, oder nicht? Komm, wir gehen mal gucken. Vielleicht sind wir dann schneller, wenn wir mit zwei Dingern paddeln können. Weil das hier war das doch am Anfang drin, oder nicht? War nicht hier vorne das Paddel? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir eh alles neu einsammeln müssen. Nö. Sieht so aus. Ist aber grafisch schon ziemlich nice, ne, oder? Was meint ihr? Also mir gefällt gut. Dafür, dass das nicht so teuer war. Bruder! Los! Das geht nicht, wir müssen das erst reinkicken, ne? Nee, du solltest eigentlich das Boot kicken. Hallo, zurück. Jetzt hat es sich festgebackt. Aha, jetzt geht's. Kanu paddelt man nur mit einem, ist doch kein Ruderboot. Ja, aber wir können doch eins daraus machen. Vielleicht geht's dann schneller. Das sieht doch keiner, wir sind doch hier völlig allein. Also wir und diese komischen Bisons, die wir nicht tot kriegen. Bison-Alarm, meine Freunde. Ich versuche jetzt nochmal da auf diese Insel, weil da liegen auch so Muscheln. Vielleicht ist das die, wo. Also, weil wir können, wo dieses Ding in der Mitte war, kriegen wir den bestimmt tot. Weil man sich dann verstecken kann da oben. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann läuft er dann um einen rum und checkt das nicht und kommt nicht auf diesen Stein hoch. Dann kriegen wir ihn vielleicht getötet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Insel hier. Doch, da sind die doch. Da seht ihr, da sind doch zwei von denen. Wir hatten doch irgendwo in der Mitte so einen Stein gefunden. Vielleicht können wir sie dann doch töten. Ja, da ist doch dieser Stein. Da hinten ist doch der Stein. Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal. Hallo, Koffer. Also ich finde die Grafik voll süß. Ja, ich finde die Grafik auch voll süß. Also wirklich jetzt, gefällt mir gut. Deswegen wollte ich das auch unbedingt spielen, weil ich das in so einer Vorschau, diese Grafik gesehen hatte. Wir müssen uns jetzt nur mal unseren rettenden Stein hier suchen. Wann, ja. Ist das hier der gewesen? Ah, guck mal, hier ist auch irgendwas. Das können wir auch benutzen. Wurde es mit Seesplittern gesegnet? Aha, und bringt mir das jetzt mehr Kraft? Oder wofür ist das da? Weiß man nicht. Okay. Wo sind wir denn da raufgeklettert? Hier, ne? Das war hier der Stein. Genau, das war nämlich hier der Stein. Und jetzt probieren wir das Ganze nämlich nochmal. Der Donnerhorn und ich, wir sind jetzt kampfbereit. Los geht's. Komm, komm mit. Ja, da kannst du gucken. Jetzt geht's ja an Kragen geht's ja. So, schnell weg, bevor der mich wieder tritt. Oh. Der soll mal gar nicht da seinen Kumpel holen. Zwei gegen einen ist voll unfair so, ne? Wollte ich mal sagen. Ah, ich hab ihn nicht getroffen. Nein! Tritt woanders hin. Einmal. Das macht gar keinen Schaden an dem. Oh mein Gott, seht ihr das? Der verliert einfach kein Leben. Oh, der hat mich hier ohnmächtig geboxt. Hallo, aufstehen. Keine Müdigkeit vorschützen, bitte. Oh nein, da kommt der andere auch noch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Schnell hier hoch. Jetzt im Ernst? Muss ich jetzt echt gegen beide kämpfen oder was? Ich will hier nur einen umbringen. Das reicht doch. Ah. Ah, laufen.
Ich weiß nicht, welcher von denen denn jetzt hier der ist, den ich angespieksert habe. Kann man das denn mal einer markieren hier? Kann er mal einen Totenkopf draufsetzen oder was? Oh, die stürmen auch. Habt ihr gesehen? Die machen Ansturm. Oh nein! Gleich sind wir wieder down. Nein, steh auf! Schnell, schnell, schnell. Wir haben ein bisschen Stress, Chat. Jetzt im Ernst. Kann man auch einfach gehen und sich vollfüttern? Butter fressen und dann nochmal hin und den nochmal angreifen? Hat er sich dann regeneriert? Ah! Ach, gibt's nicht! Ich meine, ich habe gerade mal die Hälfte geschafft und wir sind schon fast tot. Sag mal, kann man da hier irgendwie mal die Schwierigkeitsstufe irgendwie umstellen oder so? So von schwer auf leicht oder sowas? Ich um die Palmen rum hier. Ich bin klein und wendig und du bist fett und musst sterben. Ah, nein, nein! Nein! Oh, wir haben keine Waffe mehr. Nein, nein, nein. Oh, das ist doch wohl nicht deren Ernst. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich fühle mich verarscht. Holzspeer ist zerbrochen. Das heißt, wir haben jetzt dieses kleine Messer, mit dem wir auf ihn losgehen können. Super! Und das ist auch noch der verkehrte. Ich habe alles gegeben. Du spielst doch schon auf leicht, wirklich? Ein Bogen wäre gut. Was denn dir mal ein? Solltest statt Priester mehr Hunter spielen? Ja, Mann, das geht ja wohl mal gar nicht. Hunter spielen. Ich kann mir das ein Teil des Problems die Lösung sein, lol. Ironie und so. Oh, das schaffen wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Oh, scheiße. Habt ihr das gesehen? Da ist dieser blöde Speer zerbrochen. Was machen wir denn? Wir können doch da nicht mit dem kleinen Messer. Das ist doch... Oh. So funktioniert doch nicht.